Konnichiwa Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Final Fantasy 14 mit neuer Giga Tobi. So, wir müssen jetzt zum Observatorium. Oder nee, hier an die militärischen. Porto Lane, da waren wir ja schon mal bei Ihnen. Der eine oder andere kennt das vielleicht noch. Willkommen, Abenteurerin. Mal ein bisschen so. Abenteurer, was führt dich in diesen abgelegenen Gegend? Ah, du kommst mit den Stoller. Ich habe dich gar nicht gesehen. Dann seid ihr hier umso mehr willkommen. Was kann ich für euch tun? Ob ich in Castrum Centri ungewöhnliche Aktivitäten beobachtet habe? Das ist mal eine direkte Frage. Unsere Freunde werden wahrscheinlich dort gefangen gehalten. Wir brauchen jede Information, die wir kriegen können, damit wir sie befreien können. Dann haben wir uns also nicht getäuscht. Wir haben tatsächlich beobachtet, wie ein Großtransporter mit Gefangenen ankam. Das könnte wohl eure Freunde gewesen sein. Eine blonde Frau war dabei, die mit schwer bewaffneter Eskorte abgeführt wurde. Ob das diejenige ist, die ihr sucht, vielleicht, weiß ich allerdings nicht. Gefangene machen die Galer oft. Ja, öfters, ja, machen die auch. Ja, das muss Minifeia gewesen sein. Wenn ihr nicht nur was passiert ist. Und dann war da noch was. Was denn? Zur selben Zeit ist in Coertas ein galaisches Luftschiff notgelandet. Die Gefangenen, die an Bord waren, sollen entkommen sein. Was sagst du da? Es war ein Rodegen, ein Lalafil im Gewand der Galond-Metallwerke. Müssen wohl Techniker gewesen sein. Hahaha, Bix und Wedge. Tal soll mich holen, wenn das nicht die beiden Halunken waren. Was für ein Glück, dass sie noch am Leben sind. Jigatobi, Sama, los, wir gehen sie retten. Das schaffen wir noch rechtzeitig. Du denkst wohl, ich stelle meine Mitarbeiter über Minivia, aber du wirst schon noch sehen, wofür die beiden gut sind. Ins Castrum Centri wollt ihr, das wird aber nicht einfach. Die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem hoch, wahrscheinlich auch wegen der Gefangenen. Ob ihr mit Gewalt durchbrecht oder ob ihr euch einschleicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr mitsamt euren Freunden unbeheiligt entkommen könnt. Ich will eure Entscheidung nicht vorgreifen, aber wieso versucht ihr nicht, zuerst eure befreundeten Techniker zu finden? Dann habt ihr noch zwei Mann mehr für die Rettungsaktion. Ja. Solange die Galer nicht herausbekommen haben, wie Minifilias Gabe funktioniert, können sie ihr kaum etwas antun. Und so schnell dürfte das nicht gehen. Schließlich verstehen wir selbst die Kraft des Transzendierens kaum, nach all den Jahren der Forschung. Vielleicht ist es gar keine schlechte Gelegenheit. Lass uns die beiden finden. Jawohl, ich danke euch. Haltet durch, Bix und Wedge. Wir kommen. Okay. Da sind sie ja. Die Eliten. Die haben ja auch echt krasse Outfits, ne? Die Techniker nehmen die letzten Feinjustierungen vor. Als wir dieses Monstrum vor 5 Jahren bargen, war es ein nutzloser Haufen Schrott. Doch schon bald wird eure Vision Wirklichkeit, mein Legatus. In der Tat, mit dieser Waffe
werden wir die Prima E in Grund und Boden stampfen. Eosea will mit Härte in die Zukunft geführt werden. Diese schwächlichen Anführer haben der Welt nur einen brüchigen Frieden beschert. Ich werde sie zur wahren Stärke führen. Sehr wohl, mein Legatus. Schon bald werdet ihr unser Triumph voll einsatzfähig erleben. Ritalin, zieh bei Anbruch des nächsten Tages mit deinen Männern nach Castrum Isodens. Ich ernenne dich hiermit zum Kommandanten über die Truppen von Marium und Ossidens. Du führst den Eroberungsfeldzug des westlichen Eoseas. Castrum Ossidens wird dein Hauptstützpunkt sein. Die Stunde der Entscheidung naht. Mit der Unterwerfung Uldars und Lim Salominsias wirst du sie einläuten. Zu euren Diensten, mein Legatus. Ich werde sofort alle nötigen Vorbereitungen für die Truppenverlegung und die Befehlsübernahme treffen. Es ehrt mich zutiefst, dass ihr einen Soldaten einer anerkannten Provinz wie mir das Kommando über fast die Hälfte der galaischen Armee überantwortet. Ich werde bis ans Äußerste gehen, um euer Vertrauen in mich zu rechtfertigen. Du hast deine Eignung zur Genüge bewiesen, Ritterin. Deine Treue schwöre kannst du dir sparen. Lass deine siegreiche Rückkehr Zeichen deiner Loyalität sein. Jawohl, mein Legatus. Ich werde dich in meinem Quartier erwarten. Yeah. Ah, das war schon mal ganz cool, dass wir ja auch mal ein bisschen so bei den Bösen sehen können. Meine Aufgabe ist es, hier in Avalatias Rückgrat Informationen über die Aktivitäten der Galer und ihre Festung in Moadona zu sammeln. Deswegen bin ich in so engem Kontakt mit Ishtola. Die Nachrichten von der Notlandung des galaischen Luftschiffs erreichte mich von der Feste Dizimer. Du solltest dich dort einmal mit der Wache Brizelt unterhalten. Sie hat den Vorgang beobachtet. Wenn du uneingeladen an der Feste aufkreuzt, endest du allerdings vermutlich schneller als Drachenfutter, als dir lieb ist. Ich werde dir daher ein Empfehlungsschreiben ausstellen. Die Feste Dizimael liegt westlich dieses Observatoriums, doch sei auf der Hut. Wilde Bestien trauen sich hier sogar bis in die Nähe der Überlandstraße. Wenn du Gefährten hast, dann schare lieber ein paar um dich. Ja, ich habe ja nur mein Chocobo als Gefährte, den ich rufen kann. Oh, eine Dungeon. Welche Dungeon ist das denn hier? Guck mir mal. Weil da unten ist auch noch eine Dungeon. Die Goldklamm. Da will ich auf jeden Fall auch nochmal eingehen. Ich denke mal, aber jetzt nicht in diesem Part. Da macht aber keiner mit, ne, jetzt gerade. Schade. Alleine würde ich das jetzt da auch nicht machen wollen. Gegen die da zu kämpfen. Ne. Würde ich nicht machen wollen. Bin schon mal vorbeigelaufen schon. Ah, da ist er, ja. Hallöchen. Eine neue Dungeon am Start. Diese Feste steht unter dem Befehl eines der vier großen Häuser Ishgards, den Dizimael. Unbefugte haben hier nichts zu suchen.
Oh, verzeiht mir. Ich wusste nicht, dass Porto Lane dich schickt. Vermutlich geht es um das notgelandete Luftschiff. An jenem Tag war hier ganz schön was los. Das kannst du mir glauben, denn Galeeren sind nämlich augenscheinlich ein paar Gefangene ausgebüxt. Sogar bis ganz in der Nähe unserer Feste kamen die galeischen Hunde auf ihrer Suche. Doch unsere entschlossenen Blicke scheinen sie abgeschreckt zu haben. Du bist auf der Suche nach den Gefangenen der Galeer? Nun, dann empfehle ich dir, einmal bei den Wachen der Goldklamm nachzufragen. Da der Notlandeplatz ganz in der Nähe der Klamm lag, haben sich vermutlich eine Erkundungstrupp eingesandt. Sprich am besten mit Pyramons, der diensthabende Wache. Doch noch nicht die Dungeon hier. Schade. Nö, ich kämpfe jetzt nicht gegen die. Nicht alleine. Könnt ihr euch abschminken? Könnt ihr euch abschminken? Hä, muss ich doch jetzt zum Goldklamm? Dann ist es ja. doppelt gemoppelt. Sprich, also, ja, war eigentlich ganz gut, dass ich hier die eine Quest angenommen habe. Also ich, erfülle somit so gesehen auch noch eine Quest noch nebenbei. Cool. Ist doch schön. Ja, die nächste Dungeon dann. Aber werde ich auf jeden Fall im nächsten Part machen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie lange das mit der Suche jetzt hier dauert und sowas. So. Sei gegrüßt, Abenteurerin. Moment sagt nichts. Nedrick schickt dich. Ah, das ist wenig überraschend. Sag mir, Abenteurerin, weißt du, wie die Goldklamm zu ihrem Namen gekommen ist? Nun, dann lass es mir mit dir erzählen. Die Höhle birgt reiche Vorkommen an Schwefel und Mithril, die durch Reaktion mit dem Grundwasser goldfarbene Dämpfe erzeugen. Ein wunderschöner Anblick, bis man realisiert, dass diese verdammten Todeswolken einen von ihnen heraus verbrennen. Wenn du noch immer dein Leben riskieren möchtest, werde ich dich nicht aufhalten, aber versuch bitte nicht hier umzukommen. Ich habe schon genug Leichen für ein ganzes Leben aus der Klamm geborgen. Ja. Ein notgelandetes Luftschiff? Das habe ich in der Tat gesehen. Das Schiff war zum Glück schnell wieder flugtauglich und verschwand mit einen Großteil der galaischen Pässe an Bord. Allerdings hinterließ es uns einige der Kaiserlichen als Souvenir. Und die haben hier ordentlich Schnee aufgewühlt. Wir vermuten, dass die Galeer so unruhig waren, weil ihnen bei der Notlandung Gefangene erwischt sind. Sie haben sofort einen Suchtrupp rausgeschickt, der die ganze Gegend durchkämmt hat. Anscheinend erfolglos. Denn während ich die Notlandestelle inspiziert habe, sind die Entlaufenen zumindest bis zu dieser Klamm gekommen. Das haben uns Spuren in Schnee verraten. Die Klamm ist verriegelt. Gibt als Versteck also nicht viel her. Vermutlich sind die Flüchtlinge schnell weitergezogen. Den Fußspuren können wir entnehmen, dass es mindestens zwei waren. Wenn du dich in der Gegend umschaust, stößt du vielleicht auf weitere Spuren. Ah, la 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 la. Dann gucken wir mal hier. Fußspuren. Weitere Fußspuren.
Ein neuer unbekannter Ort. Könnte das hier auf der Brücke sein oder ist es unter der Brücke? Hier nichts. Ach da. Wie kann es nur so kalt sein? Bix, wo steckst du nur? Hilfe, bleib weg von mir. Ich schmecke gar nicht. Ach, du bist es, Gigatobi. Sag doch gleich, dass du... du hast mich zu Tode erschreckt. Die Galea im Nacken, dazu eine gute Portion ausgehöhlter Monster. Eisklumpen an den Füßen, einen knurrenden Magen und... Ich habe dich, hab ich die Eisklumpen an den Füßen erwähnt? Na, ebenfalls hatte ich höllische Angst. Von Bix bin ich getrennt worden. Der hat unseren Verfolger abgelenkt und ist in eine andere Richtung davon geprescht, um mich zu schützen, der gute Bix. Ich bin Sid. Hast du schon irgendeine Spur? Wie bitte? Du hast Wedge gefunden? Na, das ist großartig. Ausgezeichnete Arbeit, Chikatobi. Aber wo ist Bix? Wo kann er nur stecken? Ich habe die Umgebung der Feste Dizamil abgesucht, bis aber ohne Erfolg. Ich bin mir sicher, dass es sich in westlichen Richtung abgesetzt hat. Weg von Castrum. Naja, Ida und Ishtola sind ebenfalls auf der Suche nach ihm. Früher oder später werden wir ihn schon ausspüren. Allerdings sollten wir vorsichtig sein, da vermutlich noch galerischen Häscher in der Gegend sind. Ich werde weiter nach Bix Ausschau halten, mich aber in eure Richtung bewegen. Westlich von hier, euren aktuellen Position, steht ein Wachturm der Ishgarda. Das sollte vielleicht vor der Galea sicher sein. Ich treffe euch dort. Bis später. War das der... für den ich halte? War das wirklich Sid? Oh, wie schön. Den Chef geht's gut. Mir fehlen die... Ich kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Na los, worauf warten wir noch? Lass uns schnell zu diesem Wachturm laufen. Wir dürfen den Chef schließlich nicht warten lassen. Oh, ist das schön. Das ist doch schön, oder? Ja. Okay, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Da werden wir auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Gigatobi, haut rein.